wir werden dann auch noch auf der Rückfahrt nach Trier Schlittschuh fahren, wenn dann natürlich möglich, Sonntag. Also ich bin gespannt, wird geil. Wir sind jetzt auf halber Strecke nach Luxemburg und ab geht's, weiter geht die Fahrt und mal sehen, was noch so passiert. Ich glaube, hier kommt jetzt ein Grenzübergang, ne? Burg Hals. Oh ja, hier ist es. Ja! You made it! Wir sind jetzt endlich angekommen und die Route, das war viel zu komisch, wirklich. Und ich dreh durch! So, wir sind jetzt. So, wir haben jetzt die erste Nacht hier verbracht. Wir waren gestern so komplett fertig. Wir sind nur noch indisch essen gegangen und sind dann noch kurz in so einen Laden gegangen, der halt so ein bisschen luxemburgisch war. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ausgesprochen ist, aber Del Hayes, genau, so ein Supermarkt. Und jetzt, wir machen uns fertig. Wir können ja glücklicherweise, was richtig, richtig geil ist für die, die es nicht wissen, in Luxemburg kann man einfach kostenlos mit allen Verkehrsmitteln fahren. Natürlich nicht erste Klasse, aber man kann einfach umsonst fahren. So, und jetzt suchen wir uns gleich noch kurz die Route raus, mit welchem Bus wir in die City kommen, gehen frühstücken und anschließend werden wir, sobald er aufmacht, auf den Weihnachtsmarkt sehr wahrscheinlich gehen. Aber erstmal ein bisschen noch einige Sachen erkunden und vielleicht sogar ein paar Aktionen, die auf der Hotelempfehlung stehen, erleben. Wer mich kennt, wir sind ja so Abenteurer und lieben es, nach Karte zu gehen. Ich werde mal wieder auf die Karte halten und dann zeigen wir ungefähr, wo wir hingehen und wo wir sind, ne? Also ziemlich nice. Also, hier ist unser Hotel, da sind wir und wir fahren jetzt, wo auch immer lang, dahin. Da fahren wir erstmal hin und dann gucken wir uns erstmal um. Das sind hier die Weihnachtsmärkte, die Plätze und dann gucken wir mal, wie es so aussieht. Lara kommt nicht mehr klar. Ist alles so weich hier. Ich will alles nehmen. Alles. Alles? Ja. Wir sind jetzt random in Uniqlo reingegangen. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn Lara hat, glaube ich, 7 Teile jetzt gerade, die sie anprobiert. Und die sind echt richtig gemütlich. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt lassen wir uns eben überraschen. Sie probiert die Sachen an und mal sehen, ob sie was mitnimmt. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges gefunden. Ich sehe auch gut aus ohne Haare, oder? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier was gefunden. Und vielleicht machen wir später noch eine Anprobe zusätzlich und filmen die auch nochmal. Mal schauen. Und jetzt werden wir uns erstmal nach den Aktionen umschauen, die wir noch vorhaben. Weiter geht's. Wir waren jetzt gerade hier bei dem Schokoladenhaus und werden jetzt irgendwo hier lang gehen und gucken, dass wir hier zu der Aussichtsmauer oder so kommen. Also, wir machen uns auf den Weg. Mal genug gesehen, sind ein bisschen rumgegangen, haben auch ein bisschen was mitgenommen und sind jetzt im Bus, werden dann zurückgehen, werden dann nachher noch auf dem Weihnachtsmarkt jetzt in der Zeit eben was snacken zwischendurch und
ich freue mich richtig auf den Weihnachtsmarkt, der wird schon richtig geil. Plus wir werden dann auch nochmal Bahn fahren und werden dann einfach nochmal schauen, wie die so ist, weil die sieht echt geil aus. Dagegen habe ich noch gar keine andere geile gesehen. Zusätzlich von Chocolate House. Was steht da? Natalie Bonn. Ja, okay. Natalie Bonn. Naja gut, Grüße gehen raus an Natalie. 85% Dark. Davon gab es einige, wir konnten das null entscheiden. Aber ich bin gespannt, wie die schmeckt. So, als nächstes haben wir dann hier jetzt... das ist Espresso. Da. Könnt ihr alles pausieren, abschreiben? Nein. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch holen. Da gab es so viele Sorten. Man konnte sich wieder nicht entscheiden, man kennt's. Und das hier ist Praline Nougat. Und die werden auch echt geil. So, hier sehen wir den richtig, richtig schönen, weichen. I don't like where this is going. Richtig, richtig weich. Also ich meine, sieht man das? Das ist richtig weich. Auf jeden Fall diesen Pulli, der ist unnormal nice. Und ich weiß gar nicht, was mit dieser Farbkorrektur in diesem Handy nicht stimmt. Naja, gut. Wir haben jetzt eine blaue Decke anscheinend. Naja, das hat Lara sich noch geholt. Das ist auch alles richtig weich. Also, mega. Und ja, die, so eine schwarze, schöne, breite Hose. Die ist von... Breite Hose. Blau, nicht schwarz. So, ach so. Lost. Okay, also wie gesagt, eine dunkelblaue Hose, was man hier drauf jetzt nur teils erkennt. Also es ist kein komplett schwarz, ne? Es ist ein starkes dunkles Blau. Ansonsten, wer sie nachkaufen will, bei Uniqlo. Ne? Wisst ihr Bescheid? Seht ihr irgendwann. Das sowieso. Zusätzlich haben wir dann hier noch Chocolate Mousse geholt. 85. Was für Mousse, das sieht aus. Oh mein Gott. So, wir sind jetzt eine Haltestelle gefahren, jetzt fahren wir zurück. Wir haben gemerkt, das sind drei Bushaltestellen, die wir quasi mit einer mit der Bahn gefahren sind, also... Kein Bock zu laufen. Kein Bock zu laufen, wir zurück und dann laufen wir. Wir sind jetzt schon so viel gelaufen und wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Weihnachtsmarkt mit dem Riesenrad. Wir sind einmal komplett rübergelaufen auf die andere Seite und sind jetzt das erste Mal auch hier in dem Bereich. Ich sehe sogar jetzt gerade einen zweiten Mc's nebenbei. Wir haben gerade nur gesagt, wie wenig hiervon ist, also Fast Food und so weiter. Und werden jetzt einmal den Weihnachtsmarkt, weil es gibt wohl noch ein paar andere Spots, den auschecken, noch eben den Bus, weil wir nachher wahrscheinlich mit dem Bus zurückgehen, fahren wollen eher. Weil das ist wirklich viel an Lauferei, was halt an sich nice ist. Aber ja, irgendwann sollte man auch mal einen Bus nehmen können. Ne? Außerdem fährt man hier sowieso umsonst. Also ist das gar kein Problem. So, wir sind jetzt am Morgen auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt noch nach Trier, schauen uns den Weihnachtsmarkt einmal an. Wird bestimmt cool. Der gestrige war, was das Eislaufen betrifft, noch... der war recht klein. Und das war auch alles unter Wasser, so gesehen, wegen dem Wetter. Also weil komplett alles geregnet hat und so weiter. Aber wir sind jetzt auf dem Weg. Wir werden jetzt gleich noch eben schön frühstücken. Und jetzt noch eben tanken und dann geht's weiter. Ich freue mich. Unfassbar. Die ist zu. Das heißt, wir müssen nochmal zurückfahren. Kann ja auch nicht gehen. Hier ist ein Automat. Der da. Das ist die einzige Säule mit automatisch, Idiot. Und die nehmen die deutsche Bankkarte nicht. Okay, alles klar. Dann machen wir halt anders weiter. We'll be right back.
Schlimmste, wo es nicht mehr schön aussieht. Also eins kann man festhalten, wenn ihr wirklich mal zum Trierer Weihnachtsmarkt gehen solltet. Die haben halt hier Daily Dose und ja genau hier, einfach erstmal Werbung machen. Und die sind auf jeden Fall auch direkt hier auf dem, die haben halt so zwei Bereiche, so zwei Plätze und, machen, und haben hier, wie gesagt, so einen kleineren Markt. Ist nicht so groß, muss ich sagen. Ansonsten gönnen wir uns jetzt erstmal noch, ich habe hier eine Hot Chocolate und Lara hat eine Spekulatius Macchiato, also ziemlich geil, oder? So, wir stehen hier gerade und haben erkannt, dass wir nur noch eine halbe Stunde hätten, weil die haben immer so Laufzeiten und dann ist wieder eine Pause dazwischen. Deswegen lassen wir es jetzt dann doch erstmal, werden wahrscheinlich mal woanders noch gehen. Werden dann mal wahrscheinlich woanders noch gehen. Ja. Und werden dann gleich noch ein bisschen weiter schauen. Und nachher machen wir es auf dem Rückweg. Wir fahren noch drei Stunden.